Leute, ihr wisst ja, ich bin kein Zügelea-Fan, absolut, absolut gar nicht, aber ich habe nochmal die Möglichkeit, Zügelea aufzumachen, diesmal die Godzilla-Länder. Ich bin jetzt, Schande auf mein Haupt, nicht so der Godzilla-Fan, wurde ich auch schon mehrfach für gehatet und getötet, das ist aber auch okay, aber ich kann damit nicht so viel anfangen. Ich bin zwar alt, aber doch nicht so alt. So, wir haben hier wie immer diese wunderschöne weiße Box und dann dieses komische Backpapier um die Hülle drum. Und dieses schwarze laminierte Teil hier mit Godzilla Lands auf der Seite. Also tatsächlich habe ich jetzt eine Wand gesehen davon, die halt ganz viele davon hatten. Das sah echt schön aus. Ich bin jetzt halt mal gespannt, wie das Foiling aussieht. Wer das noch nicht gesehen hat, hier irgendwo oder am Ende des Videos müsste mein Talia wieder auftauchen. Grausam. Die sind bis jetzt nicht glatt. Und die sind jetzt locker schon 4-5 Monate in der Presse. Die sind immer noch nicht glatt. So, Godzilla Lands. Bedeutet, wir haben hier unten Glas, denk Glas, da kommen wir gleich zu. Wir haben hier jetzt 5 Länder in Foil, ja, in Foil. Und in Japanisch, wo immer eine Godzilla-Sache drauf ist. Für mich ganz interessant, das ist das erste Mal, dass die Karten in Belgien gedruckt wurden. Und also die Secret Lair-Karten. Und deshalb bin ich jetzt mal auf die Qualität gespannt. So. Gucken wir uns die mal genauer an, ohne dass es blendet. Nehmen wir mal hier einmal die Ebene vom Rand her. Hinten mit dem Godzilla, die ist schon hübsch. Ist auf jeden Fall schon ganz hübsch. Die Insel, die sind schon sehr shiny. Ich merke das gerade, ich versuche in der Kamera irgendwas zu machen. Die sind schon sehr, sehr shiny. Aber auch schon ein bisschen gebogen, aber nicht so schlimm. Alter, der Sumpf hinten, Godzilla im Kampf. Jetzt mal irgendwer Ahnung von dem Ding hätte, kann mir mal in die Kommentare schreiben, was das denn für ein Teil ist, was der da abkämpft. Sieht aus wie eine Eule. Ich werde wahrscheinlich gleich getötet. Dann haben wir das Gebirge. Wieder im Kampf gegen einen Drachen. Aber das ist hübsch. Das ist wirklich, wirklich hübsch. Und der Forest. Den Forest war auch, glaube ich, eins der ersten Sachen, die ich gesehen habe. Und ich dachte tatsächlich, dass die Nikoria drin sind. Aber irgendwie, nö. War nicht in die Korea drin. Ja, das sind 5 Länder, die $30 gekostet haben. Preis-Leistung ist natürlich top hier. Für mich jetzt das Wichtige, hat sich das mit dem Stained Glass gelohnt? Und Nissa Who Shakes the World. Das ist okay. Da gibt es schlechtere. Viel, viel schlechtere. Zum Beispiel den bei meiner Talia. Ja, meine Meinung dazu kennt ihr alle. Wie gesagt, ansonsten könnt ihr euch gerne das Talia-Video nochmal angucken. Ich wollte es nur kurz aufmachen. Viel drüber reden kann ich nicht. Kenne mich mit Godzilla nicht aus. Und es sind nur Basic Lands. Was soll ich dazu sagen? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksade. Ciao, ciao.